Mein Name ist Johannes Pickmann, ich bin Landmaschinenmechanikermeister und wir haben ein kleines Geschäft für Garten- und Forsttechnik. Unsere Kunden kommen immer mehr aus dem nahen Ausland und wir haben Sprachbarrieren. Zuletzt hatte ich einen französisch sprechenden Belgier hier, der einen Roboterrasenmäher für uns haben wollte. Da waren wir mit unserem Latein am Ende. Französisch spreche ich nicht. Der Vasco hat mich sehr, sehr gut unterstützt, den Kunden alle seine Fragen zu beantworten. Er sprach in Französisch, Vasco übersetzt, ich habe es mir in Deutsch angehört. Ich antwortete in Deutsch, der Vasco übersetzte ins Französische und der Kunde hat dann auch alle seine Fragen beantwortet bekommen. Am Vasco hat mich überrascht, dass er unwahrscheinlich einfach zu bedienen war und in einer extremen Schnelligkeit übersetzt, weitaus besser als das, was wir von Handy-Apps oder von Google her kennen. Und ich kann mit dem Gerät zum Kunden gehen und ich muss nicht mit dem Kunden zum Rechner gehen, zum Computer gehen und dass er dann eintippt. Der Vasco, klein, handlich, schnell zu bedienen, unwahrscheinlich schnell in der Übersetzung und unwahrscheinlich korrekt in der Übersetzung. Das war für uns sehr wichtig.